Stachelgarten-Helden. So, ich bin jetzt hier in den Mustergarten in Essen. Neben mir sitzt die Ronja Neumann. Und sie erzählt uns mal so ganz kurz so ein bisschen über diesen Garten, wo ihr hoffentlich zum ersten Mal am Wochenende bei schönem Wetter zu Besuch kommen könnt. Wie viele Gärten haben Sie hier eigentlich? Ah, es wechselt. Ich habe nicht nachgezählt. Es sind über 16 Gärten. 16 Gärten, also unterschiedliche Hausgärten, die... Inklusive Kaffeegarten, Haus der Blumen, genau. Mit unterschiedlichsten Ansprüchen, unterschiedlichsten Gestaltungsmerkmalen, aber alles vom Gartenlandschaftsbauern konzipiert, gebaut und ausgestattet. Und das als Muster für ganz normale Häuslebesitzer, die sich das dann anschauen können und zu sagen, oh, das wäre mal meine Richtung. Als Anregung, als Ideengeber. Gibt es bestimmte Zeiten, wo Sie empfehlen zu kommen, wo vielleicht dann nicht so viel los ist und man sich mehr konzentrieren kann? Also unter der Woche natürlich ganz klar, bei schlechtem Wetter. Nein. Nee, also unter der Woche und auch bei Wetter. Super, dann gehen wir doch mal rund. Ja, gerne. Dann stelle ich Ihnen mal den Garten der Firma Bredenfischer vor. Ein ziemlich abwechslungsreicher Garten, was die Gestaltung angeht, was allerdings auch die Beläge angeht. Das ist gerade für interessierte Gartenbesucher relativ gut, weil man kann mal sehen, was kann man alles verwenden. Große Platten, kleines Kopfsteinpflaster. Sehr schön und sehr beliebt ist hier dieses Hochbeet mit der Sitzbank. Das kann man sich gerne selbst für den eigenen Garten überlegen. Sitzkistchen draufsetzen und Kräuter genießen oder was auch immer man mag. Wann geht bei Ihnen die Saison eigentlich los? Ach, eigentlich jetzt, wo es so warm war, ist hier richtig viel los. Hier sind wir jetzt in einem Garten der Firma Will, der Terrassengarten genannt. Und zwar ist es ein ganz beliebter Garten bei unseren Klettertagbesuchern. Zum einen, weil man wunderbar hier Licht hat und sich in der Sonne sonnen kann. Zum anderen ist es ein Garten, der eigentlich relativ klein ist. Aber gut zeigt, was man auch mit kleinen Gärten eigentlich rausholen kann, indem man verschiedene Räume schafft. Zum Beispiel der Firma Schröer. Ein Garten, der relativ geradlinig ist, relativ schlicht gehalten ist und dadurch recht ruhig aufs Auge wirkt. Wenn man sieht, es gibt keinerlei Schnörkel, es gibt wenig Vertüttelung. Sehr schön oder sehr ungewöhnlich, sieht man jetzt nicht so gut, sind die Platanen hier. Die sind als Dach geschnitten, sodass man quasi einen natürlichen Sonnenschirm im Sommer hat, wo man toll drunter sitzen kann. Eine Fetinia schneidet man nicht einfach so mit der Heckenschere, weil dann hat man ähnlich wie beim Kirschlorbeer die braunen Ränder, wenn die Blätter abschneiden, sondern dann müsste man tatsächlich sich die Mühe machen, einzelne Ästchen abzuschneiden, wenn man sie wirklich quasi so, wie sie jetzt hier im Peachgrün vor sich haben möchte. Aber es lohnt sich, es ist empfehlenswert, ist einfach mal was anderes, ein relativ schöner Hingucker. Wir sollen ja am Donnerstag schon schönes Wetter haben. Den ganzen Tag Sonne bei über 20 Grad. Echt? Ja. Ja. Donnerstag. Nur Sonne. Also Donnerstag. Alle mal hier rein. Wird's schön. Es blüht, wie gesagt, nur die Frühjahrsblühe. Aber ich denke, das kommt jetzt alles nach und nach. Es sind einige schön. Auch ein paar Schätzchen dabei.